Am Anfang war Dunkelheit. Dann gebar der Urknall Raum, Zeit und Materie. Jeden Tag entdecken wir Neues über all die unfassbaren, faszinierenden und tödlichen Geheimnisse unseres Universums. Sie sind Augen und Ohren der Menschheit in den Tiefen des Weltalls. Sie erforschen die Ebenen des Mars, die Geysire der Saturnmonde und die lodernden Oberflächen fremder Sterne. Raumsonden, ferngesteuerte Erkundungsroboter und interstellare Avatare der Menschheit. Sie erkunden Orte, die für uns anders unerreichbar sind. Raumsonden schwärmen ins gesamte Sonnensystem aus und übermitteln Daten, die alles ändern, was wir zu wissen glaubten. Außerirdisches Leben in unserer Galaxie zu finden, wäre eine der größten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte. Raumsonden kollidieren mit Eiskometen, fotografieren jeden Winkel des Universums und suchen nach Planeten in fremden Sonnensystemen. Dies ist das goldene Zeitalter der Suche nach erdähnlichen Planeten. Eine neue Generation von Erkundungsrobotern lässt uns die Galaxie mit anderen Augen sehen. Dies sind die Geheimnisse der Raumsonden. Genau in diesem Moment, Millionen von Kilometern von der Erde entfernt, sammelt, misst und fotografiert die Menschheit Proben fremder Welten. Allerdings nicht persönlich. Die Bedingungen im All sind sehr lebensfeindlich. Extreme Temperaturen, Vakuum, hohe Strahlung. Alles Dinge, die das menschliche Leben gefährden. Unsere Augen und Ohren dort sind Hightech-Stellvertreter der Menschheit. Ihre Mission ist es, die Geheimnisse des Sonnensystems und des Weltalls überhaupt zu erkunden. Es sind Raumsonden, gebaut, um der feindlichen Umgebung und den Gefahren fremder Welten zu trotzen. Raumsonden halten diesen Bedingungen stand. Sie gelangen an Orte, von denen wir sonst nur träumen könnten. Manche Sonden, wie das Hubble-Weltraumteleskop, bleiben in der Umlaufbahn der Erde. Andere, wie Deep Impact im Jahr 2005, werden auf Kamikaze-Einsätze geschickt und stürzen sich in Kometen. Wieder andere sollen die Geheimnisse von Planeten entschlüsseln, wie Mars, Jupiter, Saturn und von ihren Monden. Sie fotografieren und analysieren sie aus der Umlaufbahn und landen auf der Oberfläche, um sie zu erkunden und Proben zu nehmen. Die Sonden beantworten Fragen zur Zusammensetzung der Planeten, zu ihrer Atmosphäre und zu geologischen und atmosphärischen Vorgängen. Worin ähneln sich Planeten der Erde? Worin unterscheiden sie sich? Und natürlich, gibt es dort Leben? Die Suche nach außerirdischem Leben begann vor über 2000 Jahren, als griechische Astronomen anfingen, fremde Planeten zu beobachten. Im 21. Jahrhundert ist die Menschheit nun bereit, es zu finden. Raumsonden ins Sonnensystem und darüber hinaus zu schicken, ist Teil des menschlichen Bestrebens, nicht nur uns selbst hier auf der Erde, sondern auch den Rest des Sonnensystems zu verstehen. Dieses Bemühen hilft uns, mehr über uns selbst zu erfahren. Woher kommen wir? Gibt es auch anderswo Bedingungen wie hier auf der Erde? Ein neuer Versuch begann mit einer ultrahoch aufgelösten digitalen Infrarotkarte. Am 14. Dezember 2009 brachte eine Delta-2-Rakete ihre Fracht in eine Umlaufbahn gut 500 Kilometer über der Erdoberfläche. Die Fracht hieß WISE und erstellte das bisher detaillierteste Infrarotabbild des Universums. WISE steht für Wide Field Infrared Survey Explorer. Es war ein kleines Teleskop mit rund 40 cm Durchmesser. Es erkundete auf 4 Infrarotwellenlängen den Himmel, von den nächsten Nachbarn der Erde, Asteroiden und Kometen bis zu den entferntesten Winkeln des Universums.
Anders als das Hubble-Weltraumteleskop, das gewöhnlich die Wellenlängen von sichtbarem oder ultraviolettem Licht verwendet, benutzte WISE Infrarotstrahlung. Menschen nehmen Infrarotstrahlung als Wärme wahr. Die gefühlte Wärme der Sonne auf unserer Haut ist in Wirklichkeit die Infrarotstrahlung der Sonne. Ich gebe Infrarotstrahlung ab, während ich hier sitze. Man kann sie benutzen, um beispielsweise Asteroiden anhand ihrer Temperatur aufzuspüren oder sogar entfernteste Galaxien des Universums. Viele dieser entfernten Galaxien sind im sichtbaren Lichtspektrum nicht wahrnehmbar. Das WISE-Infrarot-Teleskop wirkt wie eine magische Brille. Feuerwehrleute benutzen Infrarot-Sichtgeräte, um Menschen im Rauch eines brennenden Gebäudes auszumachen. Astronomen blicken damit durch Staubwolken, um entstehende Sterne darin zu entdecken. Doch die verborgenen Hitzesignaturen werden erst bei extremer Tiefkühlung sichtbar. Das 4-Millionen-Pixel-Teleskop WISE kann mit seiner Infrarotkamera nur Objekte erfassen, die wärmer sind als das Teleskop selbst. Die Wärme unseres eigenen Teleskops könnte uns praktisch blenden. WISE wurde mit Hilfe von festem Wasserstoff gekühlt, der nahe des absoluten Nullpunktes gefroren ist. Er hält das Teleskop und die Instrumente kühl. Doch wie Eis in einer Kühlbox verdampfte dieser Wasserstoff an Bord von WISE allmählich. Dadurch erwärmte sich das Teleskop, bis die Sensoren nicht mehr funktionierten. 10 Monate lang hielt der Wasserstoff seine rund minus 270 Grad Celsius und kühlte so das Teleskop. In dieser Zeit ergaben 1,3 Millionen Fotoaufnahmen ein riesiges Bilderpuzzle des Himmels. Eine kosmische Karte, die neue Welten und mögliche Ziele zukünftiger Raumsonden zeigt. Vielleicht sogar Planeten mit außerirdischem Leben. Doch wenn wir viele Lichtjahre von der Erde entfernt außerirdisches Leben finden wollen, brauchen wir einen Anhaltspunkt. Wir suchen nach einem Stoff, der 2/3 der Erdoberfläche bedeckt. Wasser. Wir suchen unter anderem deshalb nach flüssigem Wasser, weil wir wissen wollen, ob es auch anderswo im Sonnensystem Leben gibt. Das Leben auf der Erde braucht Wasser, um zu entstehen und zu existieren. Wir suchen andernorts nach Leben. Und ein erster Schritt wäre, Orte zu finden, an denen es flüssiges Wasser gibt. Noch nie in der Menschheitsgeschichte gab es Beweise dafür, dass irgendwo anders als auf der Erde flüssiges Wasser existiert. Bis eine hochentwickelte Raumsonde 1997 zum Saturn aufbrach. Die Raumsonde Cassini legte mehrere Milliarden Kilometer zurück, um ihre mehrjährige Beobachtungsmission zur Aufdeckung der Geheimnisse des Saturn zu erfüllen. Als Cassini den Saturn erreichte, untersuchte sie nicht nur all die Monde und den Planeten, sondern änderte auch ihre Umlaufbahn, um Sicht auf die Saturnringe zu bekommen. Einer der Ringe stach den Cassini-Wissenschaftlern besonders ins Auge. Wir wussten, dass der äußerste der Saturnringe, der E-Ring, aus sehr kleinen Eispartikeln besteht. So kleine Eisteilchen überdauern im All nicht lange. Es musste also eine Quelle für diese Partikel im Saturnsystem geben. Wir tippten auf Enceladus. Als Cassini sich dem Saturnmond Enceladus näherte, erlebte sie ein kosmisches Phänomen, das die Existenz von Wasser jenseits der Erde nahelegte. Die Cassini-Sonde hat Wasser unter der Oberfläche von Enceladus entdeckt. Es tritt aus Geysiren in der zerklüfteten Oberfläche hervor und gefriert, sobald es in die Kälte des Alls gelangt. Der stetige Strom der Eisteilchen speist den E-Ring des Saturn. Wenn flüssiges Wasser auf entfernten Planeten unseres Sonnensystems existiert, weshalb dann nicht auch anderswo im Universum? Doch Cassinis Suche nach Flüssigkeit war noch nicht zu Ende. Die sensiblen Instrumente der Sonde sollten auch andere Atmosphären im Saturnsystem untersuchen.
Die Cassini-Sonde besitzt 12 wissenschaftliche Instrumente. 4 davon sind sogenannte optische Fernerkundungsinstrumente. Sie nehmen etwas mehr als das für Menschen sichtbare Lichtspektrum wahr. Die Sonde ist mit Filtern ausgestattet, um durch den Dunst bis zur Oberfläche sehen zu können. Cassinis Instrumente sammeln Daten auf unterschiedliche Weise, etwa wie die verschiedenen Sinne des Menschen. Mit diesen Instrumenten untersuchte sie zunächst den Saturnmond Titan, einen Ort, an dem einige Wissenschaftler flüssiges Wasser vermuteten. Titan ist größer als der Planet Merkur und besitzt eine sehr dichte Atmosphäre, dichter als die der Erde. 1980 hatten Aufnahmen der Voyager 1-Sonde auf ihrem Weg zum Rand des Sonnensystems ein weiteres Flüssigkeitsphänomen des Titan gezeigt. Voyager 1 zeigte, dass diese Atmosphäre Kohlenwasserstoffe wie Methan und Ethan enthält, die einen dichten photochemischen Nebel bilden, der für die Sonde undurchsichtig war. 25 Jahre später wurde zur Untersuchung des Titan eine Landungssonde vom Cassini-Orbiter abgekoppelt, Huygens. Die Sonde durchquerte die dichte Kohlenwasserstoffatmosphäre und landete auf der Oberfläche des Mondes. Sie machte überraschende Entdeckungen. Sehr früh hatten Cassini und Huygens Hinweise auf Flüssigkeit an der Oberfläche des Titan entdeckt. Dann fanden sie ganze Kohlenwasserstoffseen, teils größer als die großen Seen in den USA. Das sind die ersten oberirdischen Flüssigkeitsansammlungen, die jenseits der Erde entdeckt wurden. Die Seen werden durch Regen gefüllt, wie auf der Erde. Aber die Tropfen bestehen nicht aus Wasser, sondern aus langsam fallendem flüssigem Methan. Methan ist auf der Erde meist gasförmig. Wir kennen es auch als Erdgas. Es entsteht bei der Verwesung organischer Stoffe. Hier auf der Erde verwenden wir dieses Gas als Brennstoff. Der Titan mit seinem flüssigen Methan könnte sogar einfache Lebensformen beherbergen, vergleichbar den Einzellern in den Tiefen irdischer Meere. Das sind faszinierende neue Möglichkeiten. Diese Planetensysteme sind interessant und vielfältig. Und wir wissen, dass das Leben viele Formen annehmen kann. Es könnte also Leben auf Planeten in fremden Sonnensystemen geben. Doch wie gelangt man dorthin? Eine neue Antriebstechnologie nutzt Mikrowellen. Sie könnte Weltraumreisen schon bald einen Turbo verpassen. Raumsonden können in Regionen vordringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Doch leider sind sie nicht unfehlbar. Jeder funktionierenden Sonde geht ein halbes Jahrhundert fehlgeschlagener Missionen und zerplatzter Träume voraus. Die Geschichte beginnt in den 1960er Jahren mit den ersten Versuchen der NASA, die nächsten Nachbarn der Erde zu erreichen. Die ersten Ranger-Sonden sollten Aufnahmen vom Mond machen, bevor sie auf seine Oberfläche stürzten. Die ersten 6 Sonden scheiterten allerdings komplett. Doch wir lernten schnell. Wenige Monate nach den Ranger-Sonden passierte eine Sonde erfolgreich die Venus. 1962 gelingt der amerikanischen Mariner 2-Sonde als erstem Raumflugkörper ein Vorbeiflug an der Venus. Es zeigt sich, dass unser nächster Nachbar ein unwirtlicher Ort ist. Man nahm an, die Venus könne eine Art Zwillingsschwester der Erde sein, mit tropischen Wäldern. Die Raumsonden zerstörten diese Illusion. Vielmehr zeigt sich, dass die Venus zu heiß und der Druck an ihrer Oberfläche zu groß ist, um Leben zu ermöglichen. 1970 landet die erste Sonde auf der Venus. Keine amerikanische, sondern eine sowjetische. Die Venera-Sonden besaßen einen Kern aus hartem Titan. Er widerstand zumindest eine Zeit lang dem immensen Druck und der Hitze auf der Oberfläche der Venus.
Die ersten Venussonden wurden in weniger als einer Stunde zerstört. Sie konnten nur sehr kurz Daten sammeln, bevor sie zerdrückt wurden. Doch die Daten, die Venera zur Erde sandte, waren präzise und überraschend. Die Bedingungen auf der Oberfläche der Venus sind höllisch. Die Temperatur beträgt etwa 460 Grad Celsius. Das ist sehr viel. Der Siedepunkt von Wasser liegt bei 100 Grad Celsius. Die Schmelztemperatur von Blei bei 327 Grad. Auf der Oberfläche der Venus würde Blei also schmelzen. Das ist kein einladender Ort. Die Venus ist ein extremes Testgelände für die Hersteller der Sonden. Doch es gibt noch weiter entfernte Ziele, wo die Bedingungen noch härter sind. Die äußeren Planeten. Dorthin zu gelangen, erfordert mehr als nur eine große Rakete. Eines der größten Probleme bei Raumsonden ist der Treibstoffvorrat. Wird der Antrieb zu oft gezündet, geht der Treibstoff aus und die Sonde ist verloren. Doch es gibt eine natürliche Lösung für das Problem. Die Schwerkraft. Anfang der 1960er stellte man fest, dass die Gravitation der Planeten Raumflugkörper schneller machen kann. Diese Entdeckung ermöglichte die Erforschung des äußeren Sonnensystems. Diese Technik wird als Swing-by bezeichnet. Sie nutzt die immense Anziehungskraft der Planeten, um den Raumflugkörper auf einem vorausberechneten Kurs zu beschleunigen. Das Schlagen eines Baseballs ähnelt einem Swing-by. Die Raumsonde nähert sich einem Planeten, wird von der Gravitation erfasst und in eine andere Richtung abgelenkt. Wie wenn ein Baseball mit dem Schläger getroffen wird. Wenn der Schläger den Ball trifft, ändert er die Bewegungsrichtung des Balls und beschleunigt ihn auf eine höhere als die ursprüngliche Geschwindigkeit. Durch die Nutzung der planetarischen Anziehungskraft konnte die NASA Sonden bis zu den äußeren Planeten schicken. Und Cassini schaffte sogar den Weg über Milliarden Kilometer bis zu den Methanseen auf dem Saturnmond Titan. Ohne die Swing-by-Technik wäre diese 11 Tonnen schwere Raumsonde niemals so weit gekommen. Wir haben keine Rakete, die groß genug ist, um Cassini direkt zum Saturn zu schicken. Wir können ihn nur mit Hilfe der Gravitation erforschen. Heute macht sich die Raumfahrt des 21. Jahrhunderts bereit, Sonden über die äußeren Planeten hinaus zu fremden Sternen zu schicken. Doch dafür genügt Swing-by nicht mehr. Reisen in die Tiefen des Alls erfordern einen Antrieb wie aus einem Science-Fiction-Film, den Ionenantrieb. Ionentriebwerke sind kleine Linearbeschleuniger. Sie stoßen Ionen aus und treiben so den Flugkörper an. Ein Ionentriebwerk erzeugt sehr geringen Schub, arbeitet aber monatelang und bringt die Sonde allmählich auf immer höhere Geschwindigkeiten. Der Ionenantrieb ersetzt chemische Treibstoffe durch Edelgase wie Xenon. Das Gas wird durch elektrische Spannung ionisiert. Ein elektromagnetisches Feld beschleunigt die Ionen nach hinten aus dem Raumfahrzeug, wodurch Vortrieb entsteht. Ionenantriebe funktionieren anders als herkömmliche Raketenantriebe. Gewöhnliche Brennstoffraketen beschleunigen wie eine Schrotflinte. Diese Schrotflinte funktioniert wie die Booster einer Space Shuttle-Feststoffrakete. Ich sitze auf einem Schienenwagen. Liefert die Schrotflinte genug Schub, um die Reibung zwischen Rädern und Gleis zu überwinden? Ein einzelner Schuss bewegt den Wagen etwa 15 cm. Ein weiterer hält den Schwung aufrecht. Nun wird die doppelläufige Schrotflinte durch ein kleineres Gewehr ersetzt. Nun habe ich ein Kleinkalibergewehr. Während die Schrotflinte ihre Schrotladung mit mäßiger Geschwindigkeit abschießt, schießt dieses Gewehr kleine Kugeln mit sehr hoher Geschwindigkeit ab. Das entspricht damit eher dem Ionenantrieb. Der Rückstoß bewegt den Wagen nur 2 cm weit.
Mehrere Schüsse bewirken eine etwas größere Bewegung. Im All würde das Kleinkalibergewehr genau dem Ionenantrieb entsprechen. Es würde uns langsam, aber stetig auf eine sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigen. Durch fortgesetzte kleine Schübe in den riesigen, reibungslosen Weiten des Alls kann das Ionentriebwerk eine Sonde jahrelang antreiben. Das könnte das Ende riesiger Raketentriebwerke für Raumsonden bedeuten. Chemische Brennstoffe sind ein Problem, denn sie sind sehr ineffizient. Sie sind sehr schwer. Man muss sie in die Umlaufbahn transportieren. Das bedeutet, die Raketen, die die Raumsonde tragen, müssen noch stärker sein und damit noch teurer. Leichte Ionentriebwerke haben ihren Praxistest im All bereits bestanden. Ende der 1990er Jahre trieben sie die Deep Space 1-Sonde an und ab 2005 auch die Raumsonde Hayabusa der japanischen Raumfahrtagentur JAXA. Ionentriebwerke werden die Weltraumforschung revolutionieren, denn damit können wir viele Orte ohne riesige Treibstoffmengen erreichen. Und je nach Lage kommen wir auch schneller ans Ziel. Ein mögliches Ziel ist unser Nachbarplanet. Die Mars-Express-Sonde der Europäischen Weltraumorganisation ESA hält mit 6 Monaten den Geschwindigkeitsrekord für die Reise zum Mars. Ein fortschrittliches Ionentriebwerk könnte diesen Rekord jedoch bald brechen. Ein Ionentriebwerk könnte die Reisezeit zum Mars auf wenige Wochen reduzieren. 5 Wochen zum Mars sind erst der Anfang. Der nächste Schritt ist eine Verhundertfachung der Geschwindigkeit. Die Rede ist von der Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket, kurz VASIMIR. Ihr Ionenantrieb erhält einen zusätzlichen Hochfrequenzgenerator sowie eine zweite Stufe. Es funktioniert ähnlich wie ein Mikrowellenherd, der Essen mit elektromagnetischen Wellen erhitzt. Im Triebwerk wird so Plasma erhitzt und mit Energie angereichert. Dann wird es mit hoher Geschwindigkeit durch ein extrem starkes Magnetfeld hinausgeschossen. Die Ionen können auf über 500.000 Grad erhitzt werden. Genug, um Sonden weit über die Grenzen unseres Sonnensystems hinauszuschicken. Durch Fortschritte in der Antriebstechnik öffnen sich die Tiefen des Weltalls für die Forschung. Doch wir benötigen ein Ziel. Genau danach sucht eine Raumsonde derzeit den Himmel ab. Nach einer neuen Erde und möglicherweise auch neuen Lebensformen. Raumsonden sind die moderne Lösung einer der ältesten Herausforderungen der Astronomie, eine zweite Erde zu finden. Heute sucht eine neue Generation ferngesteuerter Erkundungssonden nach extrasolaren Planeten und findet sie. Ein extrasolarer Planet ist ein Planet, der um einen fremden Stern kreist. Es gibt 8 große Planeten, die um unseren Heimatstern Sonne kreisen. Seit Jahrhunderten stellt sich die Frage, besitzen auch die Sterne, die wir am Nachthimmel sehen, Planeten? Seit Galileo Galilei vermuten Wissenschaftler, dass es unter den Milliarden von Sternen am Himmel auch welche mit Planeten geben muss. Doch die Suche nach extrasolaren oder Exoplaneten hatte erst 400 Jahre nach Galilei Erfolg. 1995 entdeckten Genfer Wissenschaftler im Sternbild Pegasus, nur 50 Lichtjahre von der Erde entfernt, den ersten echten Exoplaneten. 51 Pegasi b. Mit einem indirekten Nachweis. Wir können diese Exoplaneten nur mit Hilfe der Radialgeschwindigkeit eines Sterns finden. Ein großer Planet wie Jupiter beeinflusst leicht die Bewegung seines Sterns. Direkt nachweisbar sind Exoplaneten nicht. Im Teleskop zeigt sich diese Radialgeschwindigkeit durch den sogenannten Doppler-Effekt. Eine Rot- bzw. Blauverschiebung des Lichts, die durch den umlaufenden Planeten verursacht wird. Über die letzten ca. 10 Jahre hatten Astronomen das große Glück, Hunderte von Exoplaneten zu entdecken.
Doch wir fanden nur die großen Planeten, sozusagen die Jupiter, die Saturne und einige Neptune. Wir haben noch keine erdähnlichen Planeten gefunden, falls es sie gibt. Um erdähnliche Planeten zu finden, müssen wir tiefer ins All und auf weniger helle, weiter entfernte Sterne blicken. Eine revolutionäre Beobachtungstechnik könnte schon bald die erste neue Erde enthüllen. Diese sogenannte Transitmethode lässt von der Erde aus erkennen, wenn ein Planet vor seinem Stern vorbeizieht. Stellen wir uns vor, dieser Schirm wäre ein Stern. Und ein Käfer, der davor vorbeifliegt, wäre ein Planet. Solange der Käfer vor dem Schirm ist, blockt er einen Teil des Lichtes ab. Genauso wie wenn ein Planet vor einem sonnenähnlichen Stern vorbeifliegt. Die Stärke der Verdunkelung beträgt oft weniger als 0,1% der Helligkeit des Sterns. Kaum wahrnehmbar. Aber ausreichend für eine scharfsichtige Raumsonde, die derzeit den Kosmos absucht. Die Kepler-Mission hat gute Chancen, erdähnliche Planeten zu finden, falls sie existieren. Das Kepler-Weltraumteleskop ist das fliegende Auge der Wissenschaft und sucht nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Es verfügt über eine 95-Megapixel-Kamera, um den Transit erdähnlicher Planeten feststellen zu können. Die Kepler-Mission nutzt die sogenannte Transitmethode, um neue Exoplaneten zu finden. Kepler beobachtet Tausende von Sternen auf eine leichte Abnahme ihrer Helligkeit hin, wenn ein Planet daran vorbeizieht. Die Milchstraße besteht aus Milliarden von Sternen und möglicherweise Milliarden von erdähnlichen Planeten. Die Wahrscheinlichkeit, eine Erde im Orbit eines bestimmten Sternes zu entdecken, ist sehr gering. Also richtet Kepler sein Auge auf Tausende von Sternen zugleich. Diese DVD stellt ein Planetensystem mit einem Stern in der Mitte und einem Planeten in seiner Umlaufbahn dar. In den meisten Fällen wird die Umlaufbahn schräg zu unserer Sichtlinie verlaufen. Der Planet kreuzt also aus unserer Sicht niemals den Durchmesser des Sternes. Doch wenn wir Glück haben, sehen wir die Umlaufbahn genau seitlich. Dann wandert der Planet vor dem Stern vorbei und vermindert seine Helligkeit. Man muss also 10 oder Hunderttausende von Sternen beobachten, um ein paar Planeten zu finden, die genau vor dem Stern vorbeiziehen. Die Welt wartet gespannt, während Kepler die entfernten Sterne nicht aus dem Auge lässt. Doch falls eine neue Erde entdeckt wird, was könnten wir über sie in Erfahrung bringen? Wie wird sie aussehen? Könnte es dort Leben geben? Sollte Kepler erdähnliche Planeten finden, wovon ich ausgehe, wird man zunächst deren Licht untersuchen. Und wie ist die chemische Zusammensetzung? Besteht die Atmosphäre aus Sauerstoff oder nur aus Kohlendioxid oder Methan? Gibt es Kontinente und Ozeane? Gibt es Oberflächenwasser? Derzeit verfügt die Wissenschaft noch nicht über die Technologie, die Atmosphäre eines entfernten Planeten zu analysieren. Doch das könnte sich bald ändern. Ab 2018 soll das James-Webb-Weltraumteleskop die vierfache Darstellungskapazität des Hubble-Teleskops liefern und es Wissenschaftlern ermöglichen, winzige Moleküle in der Atmosphäre erdähnlicher Planeten zu untersuchen, Tausende von Lichtjahren entfernt. Dies ist das goldene Zeitalter in der Suche nach erdähnlichen Planeten. Die Menschheit wird bald die ersten erdähnlichen Planeten entdecken und untersuchen und feststellen, wie häufig sie vorkommen. Doch wir wollen noch mehr. Irgendwann könnten Weltraumteleskope und interstellare Raumsonden nicht nur neue Planeten, sondern auch deren Bewohner entdecken. Außerirdisches Leben in unserer Galaxie zu finden, das völlig unabhängig von dem auf der Erde existiert, wäre eine der größten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte. Derartiges Leben könnte Tausende von Lichtjahren entfernt sein.
Doch wichtige Hinweise darauf finden sich ganz in unserer Nähe. Kometen. Wissenschaftler sammeln Staubproben aus ihrem Schweif und lassen Sonden auf ihnen abstürzen. Raumsonden lüften immer mehr Geheimnisse des Weltalls. Die Menschheit betritt ein goldenes Zeitalter interstellarer Entdeckungen. Doch einige Raumsonden lüften viel näher liegende Geheimnisse. Unser Sonnensystem ist voll von freifliegenden Trümmern und Partikeln, darunter die riesigen Eis- und Staubbälle, die wir Kometen nennen. Kometen sind wie Zeitkapseln, gefrorene Überreste aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems. Wir benutzen Sonden, um sie zu erforschen. Bei der Deep Impact-Mission filmte die Sonde den Einschlag auf einem Kometen. 3. Juli 2005. Die NASA-Raumsonde Deep Impact nähert sich dem Kometen Tempel 1. Der Komet misst rund 7,5 mal 5 Kilometer und bewegt sich mit etwa 37.000 km/h, als die Sonde einen Impaktor abtrennt und in seine Bahn lenkt. Er schlug auf dem Kometen ein und wirbelte eine Staubwolke auf. Wir wollten untersuchen, woraus der Komet besteht. Beim Einschlag werden bis zu 20.000 Tonnen Eis, Staub und Gas ins All geschleudert. Erstmals können Wissenschaftler Kometenmaterial aus nächster Nähe studieren. Es verrät viel über die Eigenschaften von Kometen. Das hat gezeigt, dass Kometen eher gefrorenen Wassermelonen gleichen als schmutzigen Schneebällen. Es gibt eine harte, dichte Schicht aus Eis und Staub und einen matschigen, schmutzigen Schneeball im Inneren. Wenn der Komet sich der Sonne nähert, erhitzt er sich und das Wasser in seinem Inneren bricht aus der äußeren Schale hervor. Deshalb sehen wir einen Staubschweif und Geysire, die aus dem Kometen austreten. Die Deep Impact-Sonde liefert atemberaubende Bilder, packt den Kometen aber nicht beim Schweif. Das war eine Aufgabe für die Raumsonde Stardust. 2004 näherte sie sich dem Kometen WILD 2 bis auf 240 Kilometer. Die Stardust-Sonde flog direkt durch den Kometenschweif und sammelte Material, das vom Kometen stammte. Um die kostbaren Partikel aufzusammeln, benutzte Stardust einen Kollektor von der Größe eines Tennisschlägers. In seinem Inneren befand sich ein poröses Silikatgel. Die Partikel trafen mit etwa der sechsfachen Geschwindigkeit einer Gewehrkugel auf das Gel. Wir bekommen tatsächlich das Material, aus dem Kometen bestehen, genau wie die Planeten, Asteroiden und Monde unseres Sonnensystems. Es beinhaltet praktisch die ursprünglichen Bausteine unseres Sonnensystems. Sobald das Material gesammelt war, wurde der Probenkanister in einer Rückkehrkapsel verstaut. Am 15. Januar 2006 erreichte sie mit ihrer kostbaren Fracht die Erde. Zu den ersten Überraschungen, die sich in dem Gel fanden, gehörten Glycinmoleküle. Eine Aminosäure, die lebenden Organismen zur Proteinsynthese dient. Eine Grundvoraussetzung für die Entstehung von Leben. Einige Wissenschaftler nehmen an, dass im Eis der Kometen möglicherweise Mikroorganismen eingeschlossen sind. Vielleicht so etwas wie Grippeviren oder Ähnliches. Stardust fand keine Viren, stützte durch ihre Proben aber die Theorie, dass die Bausteine irdischen Lebens im Weltall entstanden und vor langer Zeit mit Meteoriten oder Kometen auf die Erde gelangten. Das Gel hielt noch eine weitere Sensation bereit. Partikel, die selbst die weitest gereisten Raumsonden noch nie eingefangen hatten. Material von fremden Sonnen.
Sie fanden Staubpartikel, die anscheinend von außerhalb unseres Sonnensystems stammen, von fremden Sternen. Auch diese besitzen Sonnenwinde, deshalb treiben die Staubpartikel von ihnen fort. Einige Partikel gelangten in unser Sonnensystem und wurden von der Stardust-Sonde abgefangen. Wir haben Sternenstaub fremder Sonnen gefunden. Das ist einfach unglaublich. Die Analyse des Staubs vom Kometen WILD 2 dauert bis heute an und könnte weitere Einblicke in die Ursprünge unseres kleinen Winkels des Universums liefern. Um zu verstehen, wie unsere Sonne und unsere Planeten entstanden, muss man wissen, woraus sie bestehen. Ein tieferes Verständnis unseres Universums liefern möglicherweise jedoch nicht Partikel fremder Sonnen, sondern unser nächstgelegener Stern. Eine revolutionäre Sonde wartet auf ihren Einsatz, um an den heißesten Ort zu reisen, den die Menschheit je untersucht hat. Raumsonden schnellen durch die Galaxie, um die Geheimnisse von Mars, Venus, der äußeren Planeten, ferner Exoplaneten und fremder Sterne zu untersuchen. Doch auch unser Heimatstern birgt noch immer Rätsel. Vielleicht nicht mehr lange. Bisher betrachteten wir kleine Areale, nicht die gesamte Scheibe. Oder wir beobachteten sie unregelmäßig, nur tageweise. Dies ist die erste Chance, die Sonne in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Eine Hightech-Raumsonde erreicht das All, bereit zum Einsatz. Ihre Mission? Die Sonne rund um die Uhr zu beobachten und die hochauflösenden Farbbilder zurück zur Erde zu senden. Das Solar Dynamics Observatory, SDO, nimmt Bilder der Sonne in hoher Auflösung und in vielen Wellenlängen auf. Es filmt praktisch die Sonne. Mit 4 hochauflösenden Teleskopen unterhält das SDO praktisch einen eigenen HD-Kanal zur Erde. Es liefert dabei rund 50 Mal mehr wissenschaftliche Daten als jede bisherige NASA-Sonde. Es war spannend, die ersten Bilder zu sehen. Kleinste Vorkommnisse an einem Ort hatten riesige Auswirkungen anderswo. Man sah die Verbindung zwischen einem Vorgang nahe der Mitte der Sonnenscheibe und einem anderen rund 200 oder 300.000 Kilometer entfernt. Die fortschrittlichen Objektive beobachten die Sonne in 10 verschiedenen Wellenlängen, bis hin zur extrem ultravioletten Strahlung. Diese Wellenlänge ist so energiereich, dass ein Tag am Strand ohne die schützenden Schichten der äußeren Erdatmosphäre tödlich wäre. Unser Fernziel ist es, die Vorgänge in der Sonne zu entschlüsseln. Zu sehen, welche Strömungen, Bewegungen und Zusammenhänge es gibt. Das SDO blickt dazu mit Hilfe des Helioseismic and Magnetic Images durch die lodernde Oberfläche der Sonne. Dieses Messgerät nutzt Schallwellen, um das Innere der Sonne zu untersuchen, ähnlich wie ein Seismograph es bei Erdbeben tut. Wir betrachten die Vibrationen an der Sonnenoberfläche und versuchen herauszufinden, was in ihrem Inneren vor sich geht. Eben diesem inneren Kern, dem Dynamo der Sonne, wollen die Wissenschaftler seine Geheimnisse entlocken. Von dort stammen die unvorhersehbaren, heftigen Eruptionen hochenergetischen Materials, die die Erde bedrohen können. Dieses Material wird oft in Form koronaler Massenauswürfe ausgestoßen. Diese bestehen aus gewaltigen Mengen geladener Partikel. Diese Partikel gelangen zur Erde und treffen auf unsere Magnetosphäre. Mit direkten Messungen aus nächster Nähe könnten wir diese Prozesse besser verstehen lernen. Raumsonden fliegen seit über einem halben Jahrhundert zu den Planeten. Mit der Sonne auf Tuchfühlung zu gehen, scheint aber eine Selbstzerstörungsmission zu sein. Oder nicht?
Nach ihrem für 2018 geplanten Start soll die Solar Probe Plus direkt in die über 1 Million Grad heiße Korona fliegen und intakt bleiben. Solar Probe Plus wird der Sonne sehr nahe kommen, auf etwa 8 oder 9 Sonnenradien. Zum Vergleich, die Erde ist 200 Sonnenradien vom Mittelpunkt der Sonne entfernt. Solar Probe Plus wird also in die Korona eintauchen. Die Korona ist ein geheimnisvoller Teil unseres Heimatsterns. Obwohl sie weiter vom Mittelpunkt der Sonne entfernt ist, ist sie heißer als deren Oberfläche. Doch ein Mensch würde dort eine frostige Überraschung erleben. Die Sonnenkorona ist sehr heiß, über 1 Million Grad. Das bedeutet, dass sich die Partikel dort sehr schnell bewegen. Man sollte also meinen, dass man in der Korona verbrennen würde. Doch es gibt dort so wenige Partikel, dass die Energie, die auf einen Körper einwirkt, geringer ist als die Energie, die er abstrahlt. Man würde in der Korona also erfrieren, wenn man von der Sonnenscheibe abgeschirmt wäre. Solar Probe Plus wird mit einem leichtgewichtigen Hitzeschild aus Kohlefaser ausgestattet sein und so Hitze und Kälte gleichermaßen trotzen. Die Betriebstemperatur wird nahezu bei Raumtemperatur liegen. Im Laufe ihrer Mission soll Solar Probe Plus die Struktur des Sonnenmagnetfeldes enthüllen und den Fluss der Sonnenenergie untersuchen, die die Korona aufheizt und das Leben auf unserem Planeten erst möglich macht. Man muss bedenken, dass die Sonne unser nächstgelegener Stern ist. Wenn man all die Sterne im Universum verstehen will, muss man also die Sonne studieren. Raumsonden werden unser Wissen erweitern. Nicht nur über die Sonne, sondern über die entferntesten Winkel der Galaxie, wo Milliarden weiterer Sonnen leuchten und möglicherweise andere blaue Planeten auf künftige menschliche Forscher warten. Um die Geheimnisse unseres Universums zu lüften, brauchen wir Raumsonden, denn sie können Orte erforschen, an die wir anders nicht gelangen können. Es gibt einen tieferen Grund, weshalb wir Sonden ins All schicken. Es steckt uns Menschen in den Genen, neugierig zu sein und zu forschen. Die Sonden, die wir ins All senden, zu den Planeten und schließlich zu den Sternen, stehen für unseren Aufbruch ins Weltall. Es ist unser Schicksal als Spezies, den Planeten Erde zu verlassen und in die Galaxis und das ganze Universum zu streben. Bis dahin werden Raumsonden die Wunder des Universums ergründen und so Stück für Stück die Geheimnisse des Weltalls lüften. Stellvertretend für die Menschheit greifen sie nach den Sternen.